Hi Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute Abend steigt das Champions League Viertelfinale. Darum werde ich diese vier Champions League Viertelfinal-Hinspiele, die heute und morgen starten, prognostizieren. Ich gebe euch meine Tipps ab und ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich bin so gespannt wie seit Jahren nicht mehr. Ich bin richtig gehypt auf dieses Viertelfinale. Das könnte auch damit zu tun haben, dass die Auswärtstorregel abgeschafft wurde. Das finde ich sehr gut, dass die abgeschafft wurde. Die hat mich schon immer sehr gestört, fand ich schon immer sehr unnötig. Und ja, so ist die Wahrscheinlichkeit auch noch größer, dass es dann im Rückspiel ein Elfmeterschießen gibt. Und ich hoffe, dass wir das in dieser Champions League auf jeden Fall noch miterleben können. Ja, ansonsten würde ich sagen, rede ich gar nicht mehr lange rum, sondern beginne einfach mit der ersten Partie und das ist Manchester City gegen Atletico Madrid und das ist für mich eigentlich das mit Abstand spannendste Spiel, das interessanteste Spiel in diesem Champions League Viertelfinale. Warum? Wegen der Spielanlagen dieser beiden Mannschaften, wegen den Trainern. Pep Guardiola gegen Diego Simeone. Pep Guardiola ist auf absolute Kontrolle aus, auf Ballbesitzfußball, auf Offensive, den Gegner im eigenen Strafraum, in der eigenen Hälfte umzingeln, den Ball laufen lassen. Und Atletico Madrid ist darauf aus, dem Gegner den Ball zu überlassen, tief zu stehen, zu kontern, eklig zu spielen, verteidigen, zu verteidigen. Und das sind komplett unterschiedliche Spielanlagen. Und im Normalfall würde Manchester City hier 80% Ballbesitz haben. Aber jetzt kommt der Punkt. Pep Guardiola ist für mich der beste Trainer der Welt und Manchester City ist für mich auch aktuell von der Qualität der Spieler die beste Mannschaft der Welt und auch von dem, wie sie spielen, die beste Mannschaft der Welt. Aber bei wichtigen K.O.-Spielen in der Champions League hat sich Pep Guardiola schon sehr oft vercoacht. Denn das war die letzten Jahre bei Pep Guardiola in der Champions League immer zu beobachten. Er hat eine Herangehensweise, die die komplette Saison über richtig gut funktioniert, mit der er fast jeden Gegner auseinandernimmt, fast jeden Gegner zerstört. Und dann kommt ein wichtiges Champions League K.O.-Spiel, wo er sich zu lange den Kopf zermartert, sich auf den Gegner einzustellen versucht, den Gegner zu überraschen versucht und eine wichtige Änderung an System, Taktik oder Aufstellung vornimmt. Und am Ende hat er sich total vercoacht und so hat Pep Guardiola das Finale letztes Jahr gegen Chelsea verloren. Davor ist man auf diese Weise gegen Olympique Lyon rausgeflogen, indem man da zum Beispiel überraschend mit Dreierkette statt Viererkette aufgestellt hat. Bei Chelsea hat zum Beispiel Rodrigo in der Aufstellung gefehlt und die letzten Jahre war das auch schon immer so und ich habe auch den Eindruck, er lernt nicht draus. Und gerade jetzt, wo er auf so ein Team trifft, mit so einem interessanten Spielstil, könnte ich mir vorstellen, dass Pep Guardiola sich wieder etwas Verrücktes einfallen lässt. Vielleicht glaubt er, dass es klug ist, Atletico Madrid den Ball zu überlassen, weil die damit nicht zurechtkommen oder so. Aber wie auch immer, ich glaube, dass Atletico sein Spiel professionell durchziehen wird und dass man eklig bei den Citizens 1:0 gewinnen wird. Aber im Rückspiel wird dann auf jeden Fall noch alles offen sein für Manchester City und Pep Guardiola. Ich glaube aber auf jeden Fall an eine Überraschung im Hinspiel und damit wären wir hiermit auch durch. So, kommen wir zum zweiten Spiel heute Abend und zwar ist es das Spiel von Benfica Lissabon gegen den FC Liverpool. Das Spiel findet in Lissabon statt, vorhin hatte ich die ganze Zeit das Liverpool-Wappen, links war ein kleiner Fehler, habe ich aber sofort ausgebügelt. Und ich sage euch gleich direkt, wie es ist, mein Tipp ist ein 2:0 Auswärtssieg wieder und zwar für den FC Liverpool. Warum? Ganz einfach, weil die Reds ein bisschen besser aus der Länderspielpause gekommen sind, haben am Wochenende gewonnen, während Benfica am Wochenende verloren hat. Außerdem glaube ich einfach nicht an eine Überraschung von Benfica. Liverpool wird das Spiel machen, wird mehr vom Spiel haben und das Spiel auch gewinnen. Und das wird, glaube ich, einfach ein klares Aufeinandertreffen. Was ich aber bei den beiden Vereinen sehr interessant finde, ist, was die nächsten Jahre so transfertechnisch passieren könnte. Bei Benfica Lissabon werden ja immer wieder spannende Spieler hervorgebracht. Aktuell haben sie ja einen richtig tollen Mittelstürmer mit Darwin Núñez, auch 22 Jahre jung, trifft sehr ordentlich in allen Wettbewerben. Europa League, Champions League und Liga hat er wirklich schon gute Trefferquoten gezeigt. Bei Liverpool bin ich sehr gespannt, was die nächsten Jahre auf den Flügelstürmerpositionen noch so passiert, denn Mané und Salah haben beide nur noch Vertrag bis 2023, auch wenn gestern ja die Einmeldung kam, dass Salah seinen Vertrag vermutlich noch verlängern wird. Ich glaube, dass die nächsten Jahre mindestens einer von beiden
weg vom Fenster sein wird. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wer die ersetzt. Und eine Möglichkeit wäre auf jeden Fall Douglas Luiz, der ist im Winter vom FC Porto gekommen. Zeigt, finde ich, schon ordentliche Ansätze. Aber wen ich auf jeden Fall im Hinterkopf habe, ist Moussa Diaby von Bayer Leverkusen. Der wird natürlich eine hohe Ablösesumme kosten im Sommer. Aber trotzdem hat man da einen sehr, sehr starken Flügelstürmer, der auch sehr gut ins Klopp-System passt, meiner Meinung nach. Auch wenn er vielleicht ein bisschen das Pressing vernachlässigt, meiner Meinung nach passt es einfach. Und darum, ja, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel. Und das ist Chelsea gegen Real Madrid. Für viele ist es das absolute Topspiel und ich werde es mir auf jeden Fall auch in voller Länge ansehen. Und ich glaube auch schon wieder an einen Auswärtssieg, obwohl Chelsea den höheren Kadermarktwert hat, glaube ich an eine kleine Überraschung und an einen 3:1 Auswärtssieg für die Königlichen. Ich glaube grundsätzlich, dass Thomas Tuchel in vielen Bereichen der bessere Trainer ist wie Carlo Ancelotti. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass die Blues gegen Real Madrid ein hohes Pressing aufziehen werden. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass sich Real Madrid gegen Mannschaften mit einem hohen Pressing gut befreien kann, weil man hat David Alaba und Luka Modric, zwei Spieler, die absolut genial im Kurzpassspiel sind. Es gibt kaum Innenverteidiger, die besser im Kurzpassspiel sind wie David Alaba in Europas 5 Top-Ligen. Darum kann ich mir vorstellen, dass sich Real Madrid aus diesem Pressing befreien kann und zwar spielerisch ohne lange Bälle und dass dann vorne ein Vinicius Junior die eben hoch nachschiebende Fünferkette überlaufen wird. Warum? Vor allem, weil eine Fünferkette besonders dazu da ist, um das Zentrum dicht zu machen. Die drei Innenverteidiger machen also das Zentrum dicht und die zwei Außenverteidiger werden auch nicht hinten absichern, die Außenbahnen absichern, weil sie eben bei einem hohen Pressing meistens auch mitschieben müssen und so kann ich mir vorstellen, dass Vinicius Junior mit seinem hohen Tempo auf dem Flügel mehrmals durchbrechen wird und so kann ich mir eben vorstellen, dass gerade in der Anfangsphase viele gefährliche Angriffe für die Königlichen eingeleitet werden und man am Ende des Spiels eben 3 Tore erzielt hat und ich finde auf jeden Fall die Saison von Real Madrid absolut stark, auch in der Liga ist man Tabellenführer, natürlich hat man sich im Klassiko gegen den FC Barcelona bei der 0:4 Niederlage nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber ich finde trotzdem, dass die Mannschaft und was sie in dieser Saison leistet, immer ein bisschen unterschätzt wird, dass ein bisschen zu wenig darüber geredet wird. Auch das Spiel gegen Paris war echt stark, das Rückspiel. Und darum glaube ich, dass Real Madrid auf jeden Fall auch zu den Favoriten auf den Champions League-Titel zu zählen ist. Kommen wir zum letzten Spiel und das ist das vom FC Villarreal gegen den FC Bayern München und da brauchen wir nicht lange drüber zu reden, denn ich lasse das Ergebnis auch genauso stehen. Mein Tipp ist ein 0:0. Villarreal ist bekannt dafür tief zu stehen und da werden die Bayern auf jeden Fall sich die Zähne ausbeißen. Villarreal wird sehr kämpfen, mit sehr viel Herzblut an die Sache rangehen und am Ende auch ein 0:0 rausholen. Aber ich glaube, im Rückspiel werden die Bayern Villarreal fertig machen. Also eigentlich genauso wie gegen Salzburg glaube ich, dass es ausgehen wird und dass die Bayern wahrscheinlich auch ins Viertelfinale einziehen werden. Aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Schreibt mir unbedingt gerne eure Tipps in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Dann können wir unten in den Kommentaren auch gerne weiter diskutieren. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr dem Video auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, viel Spaß und ciao!